Wir sind heute nochmal hier auf dem Flintenstand und heute haben wir hier eine italienische, eine Silver Pigeon von Beretta und die Brenner BR18. Und ja, die wollen wir heute mal ein bisschen vergleichen und damit das auch alles schön authentisch bleibt, mache ich das heute nicht mehr, sondern das machen wir jetzt mal andere Leute hier. Den gebe ich die mal in die Hand, die müssen mit beiden schießen, zum Beispiel der Haro hier und der Carsten von Shooters Performance, die sollen mal schießen und dann sollen die mal was zu den Gewehrchen hier sagen. Los geht's. Ja, wir sind jetzt hier heute auf dem Schießstand und haben die Möglichkeit, die zwei Flinten zu testen. Wir haben hier einmal die Brenner, das deutsche Modell, und einmal eine italienische. Preislich liegen die etwa um die 1000 Euro. Die ist etwa schlapp das Doppelte. Ja, wir haben die Möglichkeit, hier heute mal ein bisschen ausgiebig zu schießen. Wir haben viel Zeit, Ruhe und Munition dabei und ja, wollen die mal einfach ausprobieren, was die so können. Ja, sind ja ähnlich. Man sieht eine gewisse Verwandtschaft vielleicht. Haben beide 76er Läufe. Ja, kleine feine Unterschiede, kann man später nochmal ins Detail vielleicht gehen, aber sind vergleichbar. Ja. Dann wollen wir mal loslegen und gucken, was wir hinkriegen. So, wir fangen an mit der Brenner. Ja, probieren sie einfach erstmal mal aus. So vom Gewicht her sind die beiden Flinten ähnlich. Die hat schon ja, ein paar Schuss gemacht, die geht schon schön weich. Am Anfang sind die Flinten ja immer noch sehr, sehr feste. Alles muss sich so ein bisschen einarbeiten. Ne? Und ja, liegt so vom Anschlag schon mal sehr schön. Für mich jetzt passend, also von der Länge her. Das ist so in Ordnung, also schöne Einsteigerflinte, sage ich jetzt mal. Ich denke, dann machen wir mal ein paar Schuss und gucken. Hopp! Hopp! So, das geht schon mal sehr gut. Haben wir bis jetzt alle schön getroffen, das passt so. Also liegt unheimlich schön, ne? Also man kann so ein bisschen sagen, die Flinte findet das Ziel selber, wenn man jetzt das so beschreiben möchte. Ja, man muss sich so ein bisschen das Gefühl gewöhnen. Die hatten sehr schön, wenn man jetzt mal guckt, einmal hier den Griff, der ist so ein bisschen ausgebeult. Das kommt auch standardmäßig, passt mir persönlich hier sehr gut. Immer noch schlank, aber trotzdem so ein bisschen griffig. Also man kriegt die gut, der Finger passt dann gut daran. Ja, die ist hier Einabzug, Ejektoren dran, ganz normal Wechselchokes. Die innenliegend sind, haben wir hier einen Leuchtkorn. Sieht man nochmal schön die breite Schiene. Also tut ihre Sache auf jeden Fall sehr, sehr gut im Moment. Und ich denke, wir machen mal eine Probe mit der anderen und gucken mal. So, haben wir die italienische, also wie gesagt, Gewicht ist ähnlich. Ja, sozusagen gleiche Klasse, nur andere Preisklasse. Etwas höher, ist schön balanciert. Hier mit der silbernen Basküle, die andere war schön schwarz. Dann probieren wir mal, was wir da hinkriegen. Hopp! Daneben. Hopp. Hopp. Den zweiten Schuss kriege ich immer nicht hin. Jetzt schon mehr geschossen. Hopp. So, ging aber auch mit der sehr gut. Hier zum Vergleich die andere
Einmal hat die kein Leuchtkorn, aber auch Wechselchokes vorne drin, also innenliegend, kein Leuchtkorn, aber normales Silbernen sieht man an sich auch gut. Halt eine schmale Schiene im Vergleich zu anderen. Vorne so eine Tropfnase am Vorderschaft. Von der Länge genauso passend. Was die andere jetzt noch hatte, ist die Riemenbügel dran. Die hat die jetzt standardmäßig nicht. Liegt und schießt, aber an sich auch sehr gut. Ne? Ist aber halt einfach ein preislicher Vergleich. Wie man sieht, man trifft eigentlich mit beiden. Das klappt an sich ganz gut. Und ja, schöne Flinten, beide. Hopp! 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 Ja, die Beretta ist ja so, dass der Standard, sag ich jetzt mal so, den kennt jeder, ist eine super Flinte, schießt sich super, da kann man einfach nichts gegen sagen, das ist so. Ja, und die Brenner, die habe ich selber ja auch persönlich, finde ich die wirklich richtig gut. Mit das Größte ist, oder der größte Unterschied ist halt einfach auch der Preis. Jetzt muss man sich halt überlegen, was möchte man, wie viel schießt man. Natürlich hält die Flinte... ja, ist ein renommierter Name, wie gesagt. Die Brenner, ich habe die jetzt etwa 2 Jahre lang, habe die einige Male geschossen. Ich meine, man geht ein paar Mal auf den Schießstand, jagdlich natürlich, und hat mich bis jetzt noch nicht im Stich gelassen. Ich habe da wirklich sehr viel Freude dran. Ja, die hat halt alles, was man braucht. Ne? Kompakt gesagt, die hat, kommt mit dem 76er Lauf, wenn man möchte. Die hier ist jetzt in den 70er Läufen, also im Prinzip sozusagen identisch zu der anderen. Hat schon die Riemenbügel mit dran, hat eine breite Schiene, hat ein Leuchtkorn dran, Einabzug natürlich, Ejektoren dran. Ja, rundum abgerundet, ne, das beide. Und einfach für den Preis, das muss man einfach mal sagen, dass die halt in etwa halb so viel kostet. Und ja, man muss halt wissen, wie viel man damit macht. Also von daher schießen sich... sehr, sehr ähnlich, sind sich sehr ähnlich, sehen sich auch in gewisser Hinsicht sehr ähnlich, also so wie die aussehen. Von daher, Topflinte, richtig gut. Kann man so machen. Ich habe gerade gesagt, dafür, dass ich so ungeübt bin, was das Flintenschießen anbetrifft, habe ich den Eindruck, dass diese nette Flinte einen Großteil des Jobs alleine gemacht hat. Sehr ausbalanciert und ja, wirklich so der Eindruck,
wenn du so in die Nähe der Taube kommst, und das habe ich ja irgendwann mal gelernt, dann macht die kaputt. Macht die das selber, ja. Ja, also sehr, sehr angenehmes Schießen. Und ich brauche eine neue Flinte. Ja, das ist die Quintessenz. Dringendst. Ja. Nee, super geschossen. Geht ja gar nicht besser. Viel besser geht's nicht. Nee, also viel besser kannst du nicht. Unterschied, zwei Sachen, die mir sofort auffallen. Einmal von der Haptik, was aber daran liegt, dass ich die Waffe gewohnt bin. Der zweite ist halt der Leuchtkorn. Sieht man besser als wie das silberne, gerade in der Sonne. Und von daher, ja, gewohnt, die Waffe. Und generell so von der Bauweise her? Von der Bauweise her, wie gesagt, mir ist es einfach von der Haptik her, liegt die mir besser. Die ist ausbalanciert, die ist gut. Es funktioniert alles, was eine Flinte funktionieren sollte. Von daher alles gut. Ja, was sagst du zum Preis? Preis-Leistung? Bombe, brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Ich meine, jeder, der die Preise kennt, Unterschied zwischen der einen Marke und der anderen Marke, ich stelle da keinen Unterschied fest. Von der Qualität her, Bombe. Ich habe mit meiner, ja, ich sag mal so 1200 Schuss gemacht, mindestens, also umgezählt. Eine ganz klare Kiste. Das Ding funktioniert noch einwandfrei. Nein, ist einfach eine Bombenflinte. Absolut empfehlenswert. Preis-Leistungs-Verhältnis ist absolut super. Ja, das ist total deprimiert, ey.